Hallo ihr Lieben, so da bin ich wieder. Ich hoffe diesmal richtig herum. Die letzten Male, weil ich da andere Aufnahmen gemacht habe, habe ich dann vergessen umzuschalten. Ja, dieses schöne Selfie-Dingbums da. Und dann ist es natürlich seitenverkehrt bei meinen Readings. Ich habe jetzt bekommen, wir schauen uns heute an, was wir brauchen, egal welcher Prozess da gerade begleitet wird, was da so los ist. Und zwar habe ich bekommen, das ist jetzt so witzig. Also ich werde jetzt schauen, wie die Kartenlegung ist, weil es ist ein Kreis mit drinnen einer Karte. Und dann kam aber so das Bild, wie die eine Seite, nein, Blödsinn, was ist gegen so herumgelegt, gegen den Uhrzeigersinn, oder war das das Äußere und das andere drinnen. Ich werde mich jetzt führen lassen, es geht darum, was wir brauchen, was dient uns jetzt, was ist wichtig für uns. Es haben sich ein paar Kartensets hier schon angemeldet. Ja, da schauen wir jetzt gleich einmal hin. Bis gleich. Hopsasa. Die Energien sind ein bisschen schwieriger. Es ist in der dazu geworden. Hier geht es daher, wutsch, dann dreht sich es um und geht dort. Und es sind Karten doppelt drinnen. Und ich habe mich ja wirklich gefragt, also es geht echt tatsächlich komplett um die Heilung. Es geht darum, in seine Vielfalt, also seine Vielfältigkeit zum einen zu erkennen, aber auch die ganzen Situationen, wie sie waren, zu erkennen. Und weil ich kurz ein bisschen verwirrt war, weil mir da doch ein bisschen so eine Schwere entgegengeströmt ist, habe ich gefragt und kam die Heilkarte raus, die Zahl 33, also kollektive Themen übergeordnet wird finalisiert, und zwar, dass das Thema der Belastung, der Kopflastigkeit und des immerwährenden Rückzugs kam mir ja, beendet wird, und zwar im Rückzug beendet wird, ja? Also indem, dass man in der Innenschau sein Licht anzündet. Ja? Viele haben es ja schon gemacht, aber es ist ein kollektives Thema, also das ist ein Prozess, der geht gerade, ja? Also der ist voll im Gange. Sehr, Entschuldigung, jetzt habe ich mich glatt verkutzt. Sehr schön. Die Engel wollten hier auch begleiten. Ich muss das immer vorlesen, weil ich kenne mich da jetzt nicht. Also ich nutze alle Energien. Ihr wisst das, wenn ihr mit mir zusammenarbeitet. Das finde ich auch immer total schön. Manchmal kommen mir Namen, aber das hat für mich gar nicht so diese Relevanz, sondern da geht es einfach um diese Energien. Ich weiß ganz genau, was ich brauche, was ich will, und das kommt mir dann. Ja? Und deswegen, ich habe da nicht diese Zuordnung, wer wie was wo. Für mich ist ein Einhörnchen immer jemand, der Heilung bringt. Etwas Kraftvolles, Strahlendes, ja, so wie auch Drachen, die helfen mir. Aber es ist jetzt einfach von der Energie her, ich stehe auf Fantasie. Ja, und die Engel sind gleichermaßen, sind einfach Lichtwesen, Energiepunkte, die ich bitte, mir zu helfen. Dabei spielt es aber keine Rolle, welche Namen sie tragen. Ja? Manchmal, wie gesagt, höre ich sehr wohl auch, welche Energien jetzt wo was sind. Kommt darauf an, wo ich mich bewege. Na, dann schauen wir uns das einfach einmal an. Was steht in der Mitte? Um was geht es? Entdecke die Vielfalt. Auch du trägst ungeahnte Gesichter in dir. Und das geht in jeglichste Bereiche. Das habe ich schon bekommen. Da geht es nicht nur darum, was für eine wunderschöne, prachtvolle Vielfalt du hast für dich gefühlt, quasi unter Anführungsstrichen bewertet, sondern da geht es auch darum, wo hast du auch noch eine Vielfalt in dir und versteckst dich vielleicht ein bisschen. Also da geht es auch ein kleines Stück weit um die Masken, weil es ein kollektives Thema ist. Ich kriege das mit, und wir haben hier die Königin der Ste wir haben Schwerter, wir haben die Energie, dass man hier vorausgeht, wir haben die Energie doppelt liegen, dass man hier irgendwo doch noch ein bisschen festhält und vielleicht den Reichtum, den die Situation mit sich bringt, gar nicht sieht. Ja? Und da darf man noch ein bisschen. Da kam nämlich jetzt mit, nicht nur sieht, sondern den Reichtum der Samen nicht sieht. Das war jetzt das Wort dafür. So, jetzt muss ich das selber kurz für mich übersetzen. Und zwar heißt das so viel, dass man unter Umständen innerlich die
vergisst, die Samen zu pflanzen für dieses unglaubliche Potenzial dieser Situation. Ja, und da dürft ihr noch ein bisschen den Fokus hinlenken darauf, dass es, egal was da passiert ist, es hat eurem Weg gedient, es hat dem gedient, zu sein, wie ihr seid. Und ich wage mich zu behaupten, ihr seid wunderbare, lichtvolle, wunderschöne, geliebte Wesen. Sonst hätte ich diese Energie nicht so, wie sie da ist. Hab Vertrauen. Das Wundervollste, das du hinterlässt, wenn du gehst, sind die Spuren deiner Liebe. Ja, das sind die Botschaften, die da mitkommen. Wunderschön. Und das Einhörnchen begleitet, das wollte sich von da drüben da genau zentral drüber legen. Das hat gesagt, da mache ich mit. Und das Ganze begleitet jetzt auch Gvadosh und Satkiel. Und da schauen wir uns jetzt gleich an, hopsala, was die sagen wollen, übergeordnet zu dem, bevor wir uns da jetzt durchschnecken. So. Gvadosh repräsentiert Unterstützung bei der eigenen Mitteilung. Wenn du heute etwas Wichtiges aufschreiben, malen oder ausarbeiten musst, segnet er dein Tun. Sehr schön. Mitteilung, da geht das Halschakra an, also da geht es auch tatsächlich. Vielleicht sich auch selbst mitteilen. Ich hatte da jetzt so lustige Bilder in mir, wie man mit seinen eigenen Teilen spricht. Ja, also vielleicht mit der Frage, sind wir nicht alle ein bisschen schizophren? Manchmal habe ich das. Also wenn ich dann so Zwiegespräche in mir führe, in diversesten Situationen, finde ich das wirklich sehr lustig. Ja? Und eben auch, weil Satkiel da mitkommt, Satkiel spendet Trost und Milde. Er unterstützt deine spirituelle Entwicklung. Er überreicht dir einen was? Er überreicht dir ein Schwert des Geistes. Er verbindet dich mit deinem Schutzengel. Aha. Na gut, in dem Fall nehme ich das Einhörnchen mit dem Schutzengel, mit der neuen, mit der Vollendung. Wir sind in einem Vollendungsprozess drinnen und das wacht dort, ja, wie so ein kleiner Poseidon. Und durch diese Tiefen des innerlichen, was ist denn das, Meer, der Gefühlstiefen, des inneren Erwachens, da werden wir begleitet dabei. Mir kam jetzt auch dieser Engel, diese Engelskarte, sie ist nicht gefallen, aber es kam mir diese vier Stürme der Erde, die gehalten werden. Ja? Und dass es eben so aufbricht, mitten in der Nacht kam jetzt. Ja? Und mit Satkiel eben als Beschützer, der dich verbindet, der dich bei der spirituellen Entwicklung unterstützt und dich mit deinem Schutzengel verbindet. Ja? Und auch hier geht es um dieses innere Erwachen. Sehr, 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 sehr schön, weil warum? Hier ist eine Situation mit den Achterkelchen, mit den Ritter der Schwerter, also mir kommt hier, ja, man bekommt hier zum einen einen Geistesblitz und der Geistesblitz kommt, indem man vertraut, weil diese Karte wollte hier fallen und schaut genau auf das Vertrauen hin. Jeder Aufwand wird von einem wunderbaren Zauber beschützt. Ja, und da haben wir wieder den Schutzengel, das ist alles in dieser Gegend gefallen. Auch das kollektive Thema, wofür kämpft man, wofür steht man, was wird einem da klar? Das sind die Dinge, die hier kommen. Und ich habe bei dieser Karte aber mitbekommen, hier findet bei dem einen oder anderen noch ein kleiner Kampf in einem selber statt. Ja? Hier kämpft man vielleicht noch gegen etwas in sich. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass man ganz genau weiß, dass man hier eine Situation verlässt. Ja, dass man da eigentlich schon die Inspiration hat, dass man weiß, dass man auf dieser Welle, dieser Erfolgswelle für sich, dieser Klarheitswelle auch reitet, sich selbst hier auch ja, immer wieder hineintauchend, aber drüber, also mit seinen Gefühlen, mit seinen, in seinem, wie sagt man da, Ozean selbst. Jetzt kommt wieder das Wort bestreitet. Ja? Also hier gibt es irgendetwas, da werde ich gleich energisch. Das innerlich ja, ist hier noch irgendwas versteckt. Wir haben nämlich auch hier, ja, wie gesagt, es geht darum, sich in seiner Vielfältigkeit zu entdecken und sich als wunderschönes ganzes Wesen für sich selbst zu integrieren, mit allem, was dazu gehört. Ja? Man muss hier mit nichts im Zweifel sein und mit nichts liegt doch nicht, auch Gott sei Dank. Ja? Also muss man hier nicht, ja? Sondern es geht wirklich darum, aha, okay, und da sehe ich gleich, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Gut. Also da geht es um diesen Prozess. Ja? Und jetzt darf man hier diese Blütenschalen und diese fruchtbaren
wo schon Keime hier gesetzt sind, ja, darf man auf die Seite geben. Also zum einen versteckt man sich noch, aber man entdeckt dann noch etwas. Und da geht es schon noch auch um Dinge, die man vielleicht nicht sehen möchte. Ja, wie zum Beispiel so einen kleinen Kampf, der dann vielleicht dann doch noch in diese Situation führt, wo man noch nicht ganz, wo man vielleicht dann dazwischen kommt, man in so eine Situation, wo man dann nach Wasser, nach Luft ringt, weil dann doch die Welle so groß war. Ja, irgendwie so in der Richtung, in Bildern kommt mir das. Ja, es ist so ein tiefer Tauchen innerlich, ja, wo man sich dann auch ganz ehrlich sich selbst und deswegen auch die Mitteilung sich selbst gegenüber sein kann, darf, soll, ja, damit man hier auch anderen gegenüber, und da geht es jetzt überhaupt nicht zwingend um den Seelenpartner oder sonstiges, ja, sondern da geht es generell, weil wir hatten die Mitteilung und das kann ja alles Mögliche betreffen, aber auch sich selbst gegenüber. Ja. Da kam so auch dieses sich nichts vormachen. Für manche, wir sind ja ganz unterschiedliche hier, ja. Ihr wisst sicher, wenn ihr angesprochen seid. Und da geht es noch darum, wenn jemand weiß, ganz, ganz sicher, es geht darum, eine Situation zu verlassen, die nicht so glücklich ist, die dich vielleicht in so einen Konflikt hineingeht, dann hab das Vertrauen, du kannst nur dich mitnehmen, entdeck das, ja, vielleicht auch, dass du Angst davor hast, dreh das für dich um, weil hier genau da, wenn du gehst, kommt diese Fülle, ja, da kommt das Abendlicht. Also hier ist ein Abendmahl angezeigt, aber es kam jetzt wirklich Abendlicht, weil da oben kommt die Licht, das Licht, da lichtet sich etwas, da lüftet sich der Horizont, hier kommt Licht ins Dunkel, hier kommt man wirklich in die Fülle hinein, hier ist die Bescherung bereits da, hier hat man sich auch mit seinen Ahnen versöhnt, hier ist man wirklich, da passiert einiges, hier ist einiges los, ja? Und als Heilkarte wollte fallen das Stirnchakra, Klärung, Beruhigung, Druck im Kopf auflösen. Und da haben wir das. Das ist genau das, was ich jetzt gemeint habe. Das ist das, was da immer wieder mitkommt. Und mir kommt das stark mit, manch einer will vielleicht etwas noch nicht sehen. Ja? Und dabei braucht man gar keine Angst davor haben, weil hab Vertrauen, egal was du da findest, es gehört nur zu dir und es ist absolut wert, es zu finden und wert anzusehen. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Geh diesen Weg, geh den Weg, dass du dich einfach traust, dir selbst treu zu bleiben. Ja? Und da wirst du in der Fülle stehen. Ja? Da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, weil hier kommt Bewegung herein, hier sprengt man die altbekannten Ketten, Begrenzungen, was auch immer, und treibt wirklich wie so in einen inspirierenden Strom aufwärts. Und da kommt die Kommunikation. Und wir haben ja schon gesehen, wir werden auch in der Kommunikation begleitet. Ja, super. Was kommt hier? Es geht genau dorthin, man taucht ein in die Möglichkeiten seiner selbst. Hier schafft man Neues. Ja? Hier kommt die Inspiration, hier wird kreiert, hier geht man mit den Neuen der Kelchen den Weg. Nicht nur der Vollendung, sondern hier wirklich der. Was ist denn das? Da kommen jetzt gerade so ein Strom an Informationen. Also alles, was ihr schön findet, ja, alles, was euch einfällt, was hier in Fülle stehen kann, für euch selbst, was euch hier umringt, ja, umflauscht, ja, wo man sich dann auch wirklich hineinfallen lassen kann. Ja? Und warum das Ganze? Weil man diesen Strom umdreht. Hier wird neu geschaffen. Man dreht den Strom der sieben Schwerter um, weil es kommt diese Karte. Bei dieser Karte ist etwas passiert, ja? Und jetzt kommen die Gaben aus den Verletzungen quasi zurück. Hier wurde etwas genommen, vielleicht. Hier wurde etwas ausgeleert. Hier geht es nicht um Verletzungen, ich sage nur, ja, vielleicht wurde etwas verletzt, aber um das geht es hier nicht mehr. Ja, sondern da geht es darum, dass Möglichkeiten auf dich zukommen, die du sehr gut abwägst, weil du dich selbst gefühlt hast. Du bist nicht mehr abhängig von irgendeinem Fisch im Kelch. Ja, bei der Karte kommt mir das jetzt aber gerade so, weil hier, das schaut mir ein bisschen lieblos aus. Jetzt, heute zumindest. Ja, der Fisch schaut da halb tot aus in diesem Kelch. Der Mensch hat die Augen zu, wenn er ihn reicht, und steht da nicht ganz stabil, und es ist so ein, da hast. Und da weiß man ja, das war dieser Schmerzkreislauf. Ja, danke, dass man merkt, da kommt was zurück. Ja, aber man will sich da ja nicht mehr festhalten. Ja, aber wir haben hier den Fluss. Ja, also es geht darum, vielleicht
die alten Haarsträhnen einfach auch in das Wasser fließen zu lassen und es abzugeben, ja, damit man da frei von irgendwelchen Dingen ist und wirklich den Kopf erhebt, ja, um sich daraus zu lösen. Man weiß, man ist da nicht wie eine Statue festgefahren, sondern man kann jederzeit raushopsen. Man kann zwar ruhig sein noch, man kann noch genießen, man kann das Ganze sich in Ruhe ansehen, das kriege ich hier schon mit, aber nicht mehr in einer starren Situation, sondern das, was hier mitkommt, noch an Input und an dem, was hier gearbeitet wird, an auch diesem ein bisschen Familienglück kommt hier mit. Ja, das sind die 5 der Münzen. Und da geht es darum, dass man sich vielleicht auch öffnen soll solchen Dingen gegenüber. Ja? Und nicht aufgrund der Schmerzen, weil hier vielleicht, ja, ihr habt ja schon gesehen, ich habe das ja auch jetzt, die Karte hat so mit mir gesprochen, ja? Leicht bewertend. Ja? Es war jetzt nicht angenehm. Und vielleicht genau ist das genau so. Ja? Wenn hier jetzt Situationen auf dich zukommen, auch wenn du da nicht mehr festhältst und weißt, das willst du nicht, blicke hinter die Fassaden. Ja? Und schau dir vielleicht an, was du da nicht sehen willst, wo du vielleicht in einer Situation bist, wo du vor Schmerz dann Angst hast, hier etwas anzunehmen und dann musst du hier mitspielen. Ja? Sondern geh da wirklich ruhig in dich hinein. Ja? Vielleicht deswegen auch diese ruhige Situation hier, diese verbundene Situation, aber im Fluss. Es geht um nichts Starres hier. Die 4 der Münzen sind ja manchmal recht starr, sehr klammernd. Ja? Und hier aber nicht. Hier ist es sehr offen. Hier ist ein Fluss drinnen. Man sitzt zwar, aber offen. Man bürstet sich das Haar und so weiter. Ja? Und da bekomme ich schon ein bisschen, es geht darum, es wird hier was gearbeitet. Ja? Versuch die Dinge nicht zu bewerten und hier wirklich hier in eine entspannte Situation zu kommen. Du musst niemandem entgegenlaufen und jemandem irgendwas geben müssen. Um das geht es nicht, weil derjenige, das sind jetzt Szenarien, ja, könnte es noch gar nicht nehmen. Aber wenn du dieserjenige Mensch bist, ja, du bist in der Situation, da darf was auf dich zukommen, ja, dann darfst du hier ruhig die ganze Situation für dich ansehen, ja, und dich hier total entspannen und lockern, ja, dass du hier auch wirklich sehen kannst, wenn etwas auf dich zukommt, um es auch entsprechend zu nehmen, wenn das denn passt, ja, aber da nicht in die Wertung zu gehen, weil ich krieg mit, auch jemand, der da vielleicht, oder eine Situation, die hier ein bisschen verfahren war, auch das heißt es, ja, eine Situation, die vielleicht ein bisschen verfahren war, wird vielleicht auch ein bisschen botschert. Also der Page der Kelche ist schon, das ist manchmal schon ein Botscher, ja, wenn man sich das so anschaut, das meine ich. Ja, vielleicht ist das dann so ein, ich habe innerlich Angst, ich habe Angst, ich hab keine Ahnung, was da passiert. Also schnell gebe ich dir den Kelch, ich will das haben, ich habe Angst, dass du mich ablehnst, aber ich versuch's. Ja? Und wenn die Situation so ist, dann ist damit angezeigt, bleib einfach ruhig. Es geht nicht darum, dass du dich irgendwo versteckst. Geh aber auch nicht in die Situation und geh auch nicht gleich in die Situation, sondern eile mit Weile und Weile mit Eile. Na, es geht um den Ausgleich. Es geht um eine relaxte Situation. Ja, hier will Ruhe hineingebracht werden. Und da haben wir dann als Begleitung in dieser Situation. Wurscht, in welchem Szenario du dich befindest, ja, als Engel der Begleitung und Heilung, den Regenbogenengel Raguel. Ja, für mich ist das wirklich ein Heilengel, der wirklich das Alte von einem nimmt, um Neues geschehen zu lassen und dich begleitet dabei, in deine Ruhe, in deine Zentriertheit zu gehen, um dich mit Kosmos und Erde zu verbinden. Raguel, ein Prinz der Hoffnung, sein regenbogenfarbenes Licht zeigt dir, dass deine tiefen Wünsche und Absichten heute wahr werden können. Vertraue ihm, ja? Und auch hier wieder vertraue auf seine Führung, denn alles ist da, ja? Und dieser Weg, egal was passiert ist, ja, Groll runterlassen. Ich hatte in der Vision, in der Nacht auch schon wieder Visionen, wo es wirklich noch einmal um Ahnenthema ging, wo es noch einmal darum geht. Gefühlt spürt sich das momentan so an, wie wenn der Körper manchmal so gedrückt ist, ja, wie wenn manchmal innerlich so Schlackbildungen da sind, wieder das Türchen auf, den Schlack rauslassen, wieder in den Fluss gehen, aufmachen, strecken, ups, da haue ich gleich alles um, ja, wieder in den Fluss kommen. Viel Hände waschen nicht wegen Corona oder sonstigen Späßen, sondern weil die Energie auch manchmal über die Hände abgetragen wird, nicht nur über die Füße, sondern auch über die Hände, ja. Bei mir zumindest. Also wenn ich mit euch oft arbeite, nach Readings oder während Readings oder während Selbstwertheilung, passiert das ja öfter, dass ich dann dazwischen Hände waschen gehen muss, wenn die Energie so stark geworden ist. Das fühlt sich dann, man spürt es, ihr wisst, was dann gemeint ist. Ja?
An der Stelle gleich einmal ganz gerne, bitte abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Kommentiert mir gerne, in welchen Situationen ihr euch befindet. Readings und Selbstwertheilung ist noch möglich. Ab März gibt es übrigens wieder Ausbildungsplätze für Selbstwertheilung, für die Ausbildung und auch für der Weg zu dir, für die Special-Pakete. Findet ihr auf meiner Webseite, auf der Preisliste, wenn ihr auf weitere Angebote klickt, über der Preisliste drüber. Ja, da gibt es so einen Button. Dort kommt ihr dann zu diesen zwei Paketen, damit ihr seht, was ich meine. So, genug Werbung in eigener Sache. Gerne liken, gerne auf Playlisten und so weiter. Ja, ich freue mich darüber sehr. Wir gehen weiter. Und zwar haben wir dann Arariel. Arariel, also eine wunderschöne Karte, sehr in sich gekehrt, aber auch mit so einem Schutz, es ist fast wie ein Ei, aber es geht darum, auch sich selbst zu verbreiten. Also ich nehme hier wahr, ja, diese Karte. In sich kehrend, wachend über die Erde und auf das, was hier ist, ja, ist da ein unglaublicher Schutzschild. Der ist jetzt gerade ein bisschen eng, ja, und er öffnet die Arme um diesen Kanal, ja, zu integrieren und in die Weite zu bringen. Ja, also es geht darum, dass sich hier etwas erweitert. Ja, hier geht etwas in die Breite und ist ein wunderschöner, kristalliner, aber bewegender Schutz auch. Ja, wo vieles geschehen kann, sehr transformativ mit dem Blau auf der Seite. Ja, also da passiert einiges. Ja, da steigt man oder geht, steigt man in die Höhe. Da war irgendwas mit Empor. Arariel ist ein Fürst der. Also ist der Fürst der Fische und des Wassers. Es geht jetzt bei dir darum, dass du etwas Wertvolles empfangen kannst. Seine Gegenwart bedeutet eine liebevolle Unterstützung. Und vielleicht ist es genau das, weil wir haben hier deinen Ozean gehabt, dieses auf der Welle reite Inputs bekommen, ja? Und vielleicht ist es genau das, was ich jetzt auch gesagt habe, wenn man sich vielleicht enger fühlt oder wenn diese Rolle, die man bisher gelebt hat, zu eng wird, ja, oder dieser Kokon, den man gemacht hat, ja, wo man jetzt reingeschlüpft ist, um sich zu verändern, endlich aufbricht und es erweitert sich was. Man schlüpft hier hinaus aus seinen Tiefen, weil wir haben ja gesehen, hier der Eremit macht auch Licht, ja, und durch das Licht steht er dann wieder in seiner Größe. Also geht nicht nur mehr durch die Katakomben durch, sondern mit dem Licht geht er in die Größe, macht auf und stellt sich ja plötzlich ins Licht mit all dem, was er da erfahren hat. Dann haben wir noch Yahil. Yahil ist ein himmlischer Fürst der Geheimnisse und verborgenen Dinge. Na bitte, ja? Ist noch nicht ganz klar. Hat man noch nicht ganz alles hier entdeckt, gefunden. Darum geht es nämlich gerade. Ja? Dir werden heute neue Ideen und Geheimnisse offenbart. Neue Wege und Möglichkeiten werden dir angezeigt. Ja? Also wenn da jetzt nicht noch einiges vorangeht, na, dann weiß ich aber auch nicht. Also, das hat sich jetzt schon angezeigt. Ich glaube, es kommt so eine geile Zeit jetzt auf uns zu. Ich kann es euch gar nicht sagen. Wirklich, ich fühle das irgendwie. Ich bin schon ganz aufgeregt. Das macht mich schon fast schlaflos, weil nicht, dass ich dort so eine Freude habe, dass ich das jetzt nicht, sondern ich bin innerlich wie so aufgeregt, so angezwirbelt irgendwie. Es muss nicht mal was passieren, aber es ist so ein, ich spüre diese Dinge in mir drinnen, auf der einen Seite natürlich ist eine Schwere, manchmal drückt es, manchmal ist es so drin, aber diese Gegensätze, auf der anderen Seite wird es unglaublich weit und kraftvoll und fließend und es tut sich was und Inspirationen kommen, Visionen kommen, alles Mögliche, also unglaublich, was da passiert. Ja, und weil wir ja, aha, so, wir haben jetzt da noch, da kommen Geheimnisse, da sind noch einmal Geheimnisse und auch mit Parasil ist das nicht auch, na, da kommen auch wieder Verborgenes, Geheimnisse, Schätze, die Stimme des Herzens, ja, also ganz, ganz viel. Und wir haben drüber Jehudiel, ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus, ja, trägt in den oberen Himmeln eine wichtige Verantwortung. Auch du solltest deine Vorhaben und Pflichten heute ernst nehmen. Durch dein Herz und Intuition spricht er zu dir. Also es geht nur darum, dass du dich selber auch ernst nimmst, ja, und deine Inspirationen und dein Herz sprechen lässt für dich, ja, und nicht nur für dich, sondern für alle in diesem wunderbaren Wirken, ja. Weil da ist lustig, wir haben das jetzt bei der Seelpartnergeschichte, haben wir das als Ding für deinen Seelenpartner gehabt, ne, oder auf der Seite des Seelenpartners liegen. Und hier geht es jetzt wirklich noch einmal darum, seine, für dich in dem Fall, weil wir hatten die Mitteilung hier auch seine
Da kommt man jetzt aber mit, seine Richtung zu bestimmen. Ja, man braucht diesen Schutz gar nicht. Vielleicht geht es auch darum, dass man hier wirklich mehr auf sein Pferdchen hören darf, ja? Sich auch wieder mehr mit den Tierwesen verbinden, mit der Natur, auch wenn es kalt ist, auch wenn es schier ist draußen, wirklich hier so ein bisschen, ja, damit dieses auch dem Pferdchen hier vielleicht sagen, ja, erhebt dein Haupt, ja, wir reiten gemeinsam. Wir sind gemeinsam das Team, was hier diesen Weg miteinander geht, ja, und danke dir für dein Sein und danke dir für dein Mit-mir-Sein. Das mache ich mit meinem Herrn Schnupsel immer. Sage ich, Bärle, wir geben diesen Kopf in die Höhe, wir sind stolz, und dann schaut er mich immer ganz verliebt an, gibt den Kopf in die Höhe, ich kann ihn streicheln, und wie wenn er dann grinsen würde, der Bärle. Also total süß, und dieses Pferdchen braucht hier auch ein bisschen, ja? Weil das zeigt dir ja schon den Weg. Es sagt ja eigentlich, ja, so wie ich es jetzt immer wieder in letzter Zeit bekommen habe, es muss nichts schwer sein. Das, was hier ist, darf angenommen werden. Es muss deswegen nicht schwer sein. Auch wenn es herausfordernd ist, ist es nicht schwer. Es trägt dich ja schon, ja? Und da darfst du noch diese, ja, ein bisschen diesen, da ist noch ein bisschen ein Panzer, da darf man sich noch ein bisschen verbinden, da darf man hier noch schauen, was einen da vielleicht auch selbst in so einer Ritterrüstung noch hält, damit man dann zielgerichtet nach vorne preschen kann. Ja? Weil da haben wir den Stern. Es ist alles da, deine Wunscherfüllung, all das, es darf geschehen. Ja? Glaub auch selbst daran. Es ist, spiegelt mir hier absolut oder bezieht sich einfach auf das Vertrauen auch darauf. Ja? Und jeder Anfang ist vielleicht ein bisschen schwer, weil es gehört erst die Schale durchbrochen. Ja? Aber glaub daran. Ja? Und geh in eine Ruhesituation hinein, wo du weißt, dass alles fließen kann. Der Kosmos ist da bei dir, du hast die Füßchen im Wasser, es fließt alles, es läuft alles. Du bist vom Fluss der Liebe getragen. Ja? Jederzeit, immer zu, immer da. Schreib dir deine Sprüche, egal in welcher Form sie sind, auf die Spiegel, weiß ich nicht, wo überall hin, 18:08 Uhr, es wird gearbeitet. Ja? Und egal, ja, das darf fließen. Diese Frau hat eine unglaublich ruhige Präsenz, und das spüre ich bei dir auch. Ja? Manchmal vielleicht so ein bisschen, ja, aber das ist okay. Es ist alles okay. So. Und was haben wir jetzt da? Weil wir sehen, hier ist die totale Fülle, und deswegen ist es auch manchmal, wir haben hier den Verlauf, hier dreht sich alles, hier ist alles wunderbar. Ja? Auch hier dreht sich alles und alles, alles wunderbar, aber was wird hier aktiviert? Ich habe das jetzt so genommen. Ja? Für mich ist immer dieses gegen den Strom oder gegen den Uhrzeigersinn ist etwas Aktivierendes im Körper. Ja? Mit dem Strom ist etwas Beruhigendes. Ja? Hier kommt das Vertrauen hinein, die Beruhigung, der alte Schmerz, der hier angenommen wird, wo man in die Ruhe geht, wo man schauen kann, wo man ja, da wird beruhigt, ja, da wird besänftigend eingewirkt. So, und da kommt jetzt die Aktivierung. Ja. Warum? Weil man hier noch die fünf der Kelche liegen hat. Ja. Wir haben auch gesehen, das war da schon der Übergang. Und hier ist es genau gegenüber noch einmal. Das kann sein, dass am Weg der Fülle immer wieder mal so ein Ach geh kommt. Ja, das kann jetzt von außen sein, das kann von innen sein. Wir haben diese Karte gespiegelt. Und da geht es darum, mit dem Wurzelchakra, was rauffallen wollte, als Heilzahlen darauf, hier ins Vertrauen zu gehen, dass es eben, auch wenn irgendwas scheinbar verschüttet war, es nicht darum geht, dass es verschüttet, vergeudet war, sondern die Schönheit darin zu sehen. Ja? Die Schönheit an all dem, was hier passieren konnte. Ja? Und da nehme ich jetzt schon wahr, dass es um einen König der Kelche geht. Ja? Oder möglicherweise, wenn du da aufhörst, dieser alten Geschichte, was auch immer das ist, wenn du das umdrehst für dich und das Potenzial davon lebst, weil da kommen jetzt die anderen drei Heilzahlen, die gefallen sind als Rückkarten, und zwar Schuld, Scham auflösen, die Verbindung zur Wurzel spüren, das passt sehr gut, weil da das Wurzelchakra liegt, und dann den Lebensfluss aktivieren, Hilfe zur Selbsthilfe, für den Mann, einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen Eisenmangel, ja, dass man hier einfach, weil Eisen und Blut steht einfach auch für diese Lebenskraft, ja, und da geht es noch einmal darum, die Chakren oder seine Energiesysteme auszugleichen, ja, und da ist jemand, der über dich wacht, soll ich jetzt so sagen, ja. Möglich schon irdisch, nicht irdisch, das weiß ich jetzt nicht. Auch unterschiedlich. So, und dann haben wir hier, weil du bist hier noch in dieser Situation, ja,
Du schaust, ja, das ist so lustig, das passt wirklich. Schaut euch das letzte Orakel an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das passt ganz gut als Ergänzung dazu, weil da haben wir gesehen, du bist hier in einer Situation, wo du als Page der Münzen in den Kartenset, ja, dir ganz genau hier anschaust, was das eigentlich gewesen ist. Ja. Was hat es dich gebracht? Was war da in dir wirklich verletzt? Kommt jetzt gerade, ja, mit entdecke auch die, nicht nur die ungeahnten Möglichkeiten und Chancen, die in dir sind, sondern auch vielleicht die ungeliebten Gesichter, ja, die du vielleicht in dir trägst oder so. Und welche Situation oder auch nicht nur in dir, sondern auch im Außen, welche Situation ist für dich jetzt hier dienlich zu gehen? Ja? Und da hilft dir als Heilzahl das Herz. Also es geht hier schon noch um eine Herzgeschichte, die hier für dich aufgelöst werden will. Ja, im Sinne von in die Heilung kommen möchte. Ja, weil es spiegelt mir hier und korrespondiert einfach genau auf das Einhörnchen noch einmal drauf. Denn da möchte wirklich die Königin der Schwerter in einer ruhigen Situation. Wisst ihr, die hat für mich ein bisschen ein Aufgeben. In dem Fall, ja, aber nicht schlecht, weil es hier kein Aufgeben ist, sondern man legt einfach nur diese Schwerter nieder. Man hört auf zu kämpfen und holt sich hier die Inspiration. Das wird beruhigt, ja. Man muss hier nichts mehr tun, um geliebt zu werden, ja. Man darf in Ruhe mal ruhen. Und hier wird dieser Gang in die wirkliche Weite eingeläutet, ja, weil da kommt die 33, da kommt das Kollektiv, da ist übergeordnet, was genau hier, wo genau hier gearbeitet werden möchte, ja, und die von diesen schönen Karten, die ich bekommen habe, ist hier auch das Selbstvertrauen, ja. Hier kommt dann noch mal auch mit zwei wunderschönen verbundenen Seelchen, ja, kommt dann auch das Selbstvertrauen, weil es wollte am Tisch liegen und es wollte genau dieses Blatt bleiben. Ja, das wollte nicht umgedreht werden. In mir selbst liegt der Schlüssel zum Erfolg, zu meinem Lebensglück. Ich habe Vertrauen in meine Seele, in ihre Weisheit und Größe. Der Zugang zu diesem meinem eigenen Wissen zu erlauben und mehr meine ureigenen Impulse zuzulassen, schafft das Vertrauen in mich selbst. Voller Selbstvertrauen gestalte ich mir mein Leben in Liebe zu mir. Genau so ist es. Ja? Es geht darum, wirklich noch diese Beschwerlichkeiten und dieses im Kollektiv vielleicht nicht genug zu sein oder hier sich mit irgendwelchen Gedanken zu martern oder mit irgendwelchen Belastungen zu belasten, die nicht die eigenen sind, ja? Sich hier noch einmal davon zu befreien. Und da gehört es manchmal, dass man ja vielleicht auch den Stolz niederlegt, ja? Oder vielleicht einfach diese Gedankenkraft einfach ja, niederlegt und sich mit den Gefühlen verbindet. Ja, weil das ist das, wonach hier die Seele strebt. Ja, es geht um deine eigene Größe mit allem zusammen. Ja, es geht um deine Schöpfer- und Herrscherkraft. Ja. Und dazu gibt es einfach manchmal noch diese Themen, wo du in der Ruhe Klarheit schaffst. So, ihr Lieben, es hat mich sehr gefreut. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bis zum Schluss geblieben seid. 18.18 Uhr, wir dürfen uns was wünschen. Ich habe noch eine kleine Botschaft für euch bereit. Und zwar, noch einmal, habt Vertrauen. Jeder Anfang wird von einem wunderbaren Zauber beschützt. Achte auf das Kleine. Alles im Leben hat die Bedeutung, die du bereit bist, ihm zu geben. Ja? Also, die du bereit bist, ihm zu geben. Je mehr wir bereit sind, der ganzen Situation Liebe und ja, dieses Begreif, diese Akzeptanz entgegenzubringen, um dass es einfach da ist und es anzunehmen als das, was es ist, umso weiter darf es eine wunderschöne Erfahrung für uns sein. Jede Religion, jede Philosophie ist ein Fenster zu Gott. Finde deinen eigenen Stern in dir, genauso ist es, ja. Finde dich als deine eigene Inspiration. Du musst niemandem gehorchen und folgen oder sonst irgendwas. Du hast ja dich. Und du bist ein wunderbarer, großer Lehrmeister, der von dir gehört werden will. Und dann kommt, aha, das hat sich jetzt reingeschmuggelt. Witzig, weil Bata so, also
Badasaron, der Engel der Freundschaften und Partnerschaften. Er hilft dir jetzt dabei, die freundschaftliche Bindung und partnerschaftliche Bindung, diese liebevolle Verbindung, sage ich einmal, mit einem wichtigen Menschen oder mit wichtigen Menschen zu verstärken. Und genau das kommt jetzt auf den Weg zu dir dahin. Und jetzt hat sich hereingeschummelt, Paimonia ist nicht nur der Engel der Tiere, er hilft dir, die Sprache der Tiere zu verstehen. Wir hatten es ja gerade im Reading, sehr schön. Und mit ihnen zu sprechen. Er unterstützt jetzt auch deine inneren Instinkte. Und wie sie dich alle anschauen. Oh, sehr, sehr schön. Ja, für dieser Engel bist jetzt du und dann kommt Hagiel. Liebe ich auch. Einen Begleiteten habe ich von Kind an. Das ist für mich eine starke Kraft. Auch auf dieser Karte, ich liebe dich sehr. Hagiel ist ein Engel der Liebe und Zuneigung. Er verbindet dein Herz mit der Liebe des Universums. Du verliebst dich leichter, andere verlieben sich leicht in dich. Schön. Ihr Lieben, es ist mir ein absolutes Vergnügen, eine Ehre und eine Freude, wie immer mit euch zu sein. Bitte abonniert meinen Kanal, kommentiert meine Videos, liked meine Videos, helft mir bei meinem Wachstum, indem ihr mich teilt. Ja. Auf diversen Netzwerken. Ihr könnt auch gerne in meine Gruppe kommen auf Facebook. Alle Infos zu dem Reading, zu sonstigen Dingen, die es halt gibt, unten in der Infobox. Ich freue mich sehr, sag danke, danke, danke für alles, was ihr mir entgegenbringt und sage tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. See?